Heute bei Nano: Smarte Zukunft, was Handys alles steuern. Hilflose Schüler, wenn die Psyche verrückt spielt. Und urzeitliche Primaten, wie viel Affe noch in uns steckt. Willkommen bei Nano und in der mobilen neuen Welt auf dem Handykongress in Barcelona. Beim großen Schaulaufen der Smartphone-Industrie ticken die Uhren schon in der Zukunft. Und die Handys werden immer mehr zum Alleskönner. Voraussetzung: das Netz ist schnell genug. Während in den USA und China die flotte LTE-Technik Standard ist, hinkt Europa ordentlich hinterher. Doch bis 2020 soll dann hier das noch schnellere Internet, der 5G-Standard, Wirklichkeit werden. Ein Thema auch für unseren Reporter Lars Tepel, der bei erstmal das smarteste aller Smartphones sucht. Wie sieht es aus, das perfekte Smartphone? So? So? Oder vielleicht so? Und kann es das einzig wahre Smartphone überhaupt geben? Google sagt nein und präsentiert deswegen hier in Barcelona Projekt ARA. Eine Art Handy-Bausatz. Man kauft zunächst einen Grundrahmen. Aus einer Anzahl von Prozessoren, Kameras, Displays und Akkus kann man sich dann sein ganz persönliches Handy maßschneidern. Wenn es dann mal etwas Neues gibt, sich die Ansprüche ändern oder etwas kaputt geht, braucht man kein komplett neues Handy, sondern tauscht einfach nur die entsprechende Komponente aus. Schnell, unkompliziert und ohne Werkzeug. Project ARA ist ein unheimlich spannendes Projekt, wo auch sehr interessante Technik dahinter steckt. Trotzdem ist es, glaube ich, eher was für wirklich technikbegeisterte Leute und nichts, was, glaube ich, sich auf dem Massenmarkt durchsetzen wird. Wie es bei den Nutzern ankommt, wird sich schon bald zeigen. Noch in diesem Jahr soll ein Modellversuch starten, zunächst jedoch nur in Puerto Rico. An vielen Ecken hier in Barcelona könnte der Besucher vermuten, er sei auf einer Automesse gelandet. Hier geht es jedoch nicht um PS oder Hubraum, sondern um die technischen Spielereien im Innern. In diesem Auto steckt zum Beispiel ein Handychip des Herstellers Qualcomm. Der Maserati Quattroporte wird damit quasi zum schnellsten Smartphone, das es hier in Barcelona zu sehen gibt. Das digitale Armaturenbrett kann sich der Fahrer selbst gestalten. Und der große Touchscreen liefert die gleichen Features, die man heute von High-End-Smartphones gewohnt ist. Und statt der Spiegel gibt's Monitore und Ultraschallsensoren. Ich habe jetzt gerade eine kleine Präsentation dieser neuen Möglichkeiten bekommen und dabei zeigte sich, dass interessanterweise die Handytechniker mit den gleichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben wie die Hersteller klassischer Autos. Zum Beispiel hat die Spracherkennung auch hier nicht wirklich gut funktioniert. Bis die ganzen tollen Möglichkeiten aus diesem Concept-Car also wirklich auf der Straße unterwegs sind, wird es noch eine ganze Weile dauern. Wer ständig seinen Schlüssel sucht, kann stattdessen bald zur Smartwatch greifen. Ein eingebauter NFC-Funkchip öffnet die Tür und lässt mich das Auto starten. Das funktioniert sogar, wenn die Batterie der Uhr leer ist. Und während der Fahrt misst der Pulssensor der Smartwatch meine Herzfrequenz und will daraus errechnen, wie fit ich noch bin. Bei Müdigkeit empfiehlt das Auto eine Pause. Zu Hause angekommen, öffnen Smartwatch oder Handy dann auch die Haustür. Drinnen steuern Apps Herd, Klimaanlage oder die Musik. Und die Kamera dieses Babyphones lässt sich per App steuern, per Internet, sogar aus der ganzen Welt. Das ist praktisch, birgt aber auch Risiken. Man sieht jetzt schon bei Geräten, die sich mit dem Internet verbinden, wie zum Beispiel bei Autos, dass es Sicherheitslücken gibt, die auch ausgenutzt werden und fatale Folgen haben können. Und man hat manchmal das Gefühl, dass die Hersteller sich momentan eher darum kümmern, irgendwas Schönes Neues zu zeigen und sich weniger darum kümmern, dass die Geräte auch wirklich sicher sind. Doch trotz aller Sicherheitsbedenken geht der Trend ganz klar weiter in Richtung Vernetzung. Viele Dienste und Ideen scheitern aktuell jedoch an der Geschwindigkeit der Netze. Das Problem ist dabei nicht die Bandbreite, sondern die Reaktionszeit. Das kennt sicher jeder, der schon mal mit dem Smartphone im Internet gesurft hat. Es dauert nach dem Aufruf einer Seite immer erst einen Moment, bis der Ladevorgang beginnt, auch wenn das Laden selber danach recht schnell geht. Und während diese Verzögerung beim Surfen höchstens lästig ist, macht sie andere Visionen, die eine Echtzeitsteuerung erfordern, sogar unmöglich. Die nächste, fünfte Generation mobiler Netze, von Insidern kurz 5G genannt, soll das ändern. Es geht nicht nur darum, dass man Daten schneller runterlädt, sondern dass auch die Verzögerungszeiten kürzer werden und die Bandbreite für mehr Geräte im Netz erhöht wird. Aber momentan ist eigentlich das Problem, dass es noch gar keine gemeinsamen Standards gibt. Das heißt, die Hersteller müssen sich jetzt erst einmal einigen, wie 5G überhaupt aussehen soll.
Und wie das aussehen kann, zeigt SK Telekom hier mit diesem Roboter. Der wird in Echtzeit von einem Menschen gesteuert. Momentan erfordert das allerdings noch eine direkte Verbindung zwischen diesen beiden. Ein schnelles Netz würde solch eine Steuerung auch einmal um die halbe Welt erlauben. So könnten dann zum Beispiel Wissenschaftler Experimente auch in der Ferne durchführen oder Ärzte könnten Patienten am anderen Ende der Welt operieren. 2018 möchte SK Telekom diese Technik in Korea einführen. Für den Rest der Welt soll es 2020 soweit sein. Ja, aber geht es nach EU-Kommissar Oettinger, soll für medizinische Dienste auch hierzulande 5G schon früher bereitstehen. Doch Kritiker sehen darin die Netzneutralität verletzt, also dass alle Datenpakete gleiche Priorität haben. Die Geschwindigkeit auf der Datenautobahn hakt noch, nicht aber die auf den realen Straßen. Die Autobauer produzieren hier jährlich 14 Millionen Fahrzeuge und schreiben sich dabei auch Nachhaltigkeit auf die Fahnen. Und meinen damit vor allem den CO2-Ausstoß, also unsere Umwelt. Was in den Ländern passiert, die am Anfang der Wertstoffkette stehen, bleibt unerwähnt. Autos, Autos, Autos. Sie gehören ganz selbstverständlich zu unserem Alltag. Made in Germany gilt weltweit als innovativ und umweltfreundlich. Doch egal welcher Fahrzeugtyp, für alle müssen die Rohstoffe importiert werden. Zum Beispiel Kupfer. Der Werkstoff ist notwendig für elektrische Leitungen und Lichtmaschinen. Die Mine Tintaya Antapaccay im Süden Perus beliefert auch den deutschen Markt. Das Geld, das der Bodenschatz einbringt, kommt jedoch bei den Indios nicht an. Viele arbeiten als Tagelöhner. Billiglohn, zudem keine Versicherung. Die Lebensqualität rund um die Mine ist schlecht. Susanne Fries kennt diese Probleme. Seit Jahren arbeitet sie als Bergbauexpertin für das kirchliche Hilfswerk Miserior. Der Bergbau wird immer mit einem großen Entwicklungsversprechen verknüpft. Den Leuten wird Arbeit versprochen, den Leuten werden blühende Landschaften versprochen. Doch die blühenden Landschaften sehen so aus. Eine Mondlandschaft mitten in den Anden auf 4000 Meter Höhe. Die Bergbauingenieure setzen mehrere Chemikalien ein, um das Kupfererz aus dem Gestein zu lösen. Dabei entstehen giftige Abwässer, die aber nicht gereinigt werden. Ungeklärt gelangen sie in Flüsse und Bäche. In diesem künstlich angelegten See entsorgt der Bergbaukonzern seine hochgiftigen Rückstände aus der Kupfermine. Doch gleich nebenan leben Menschen. Ihren Lebensunterhalt bestreiten sie durch Viehzucht. Dazu zählen Alpakas, Schafe und Kühe. Zudem gibt es noch etwas Ackerbau. Die Auswirkungen des Rohstoffbooms werden mehr und mehr zur Gefahr für die Bauern. Verzweiflung macht sich breit. Hier auf den Feldern gab es früher kein Wasser. Jetzt durchnässt aber immer mehr Wasser den Boden. Im Wasser sind die Chemikalien und Säuren enthalten. Die ganze Steppe ist voller Sickerwasser aus dem künstlichen See. Die Tiere trinken das giftige Wasser und sterben schließlich daran. Dazu kommen Krankheiten und Fehlgeburten, sowohl bei den Tieren als auch bei den Indios. Eine Entschädigung seitens der Minenbetreiber gibt es nicht. Und auch für die Regierung zählt letztendlich nur das Wirtschaftswachstum. Der peruanische Staat weiß schon seit 2010 aufgrund von Umweltstudien und Untersuchungen der Anwohner, dass es Probleme mit Vergiftungen gibt, also Schwermetalle in Wasser, Böden und in der Luft. Auch im Blut und Urin der Bevölkerung finden sich Rückstände. Trotzdem ist nichts passiert, weil es in unserem Land eine extreme Abhängigkeit von Rohstoffen gibt. Unsere Wirtschaft basiert auf der Förderung von Bodenschätzen. Die Handelsbücher der kupferverarbeitenden Betriebe belegen, jährlich werden Hunderttausende Tonnen Kupfer geschmolzen und zu Platten sowie Drähten verarbeitet. Ohne sie können keine Autos gebaut werden. Doch die deutschen Hersteller brauchen auch Eisen. Das Metall ist für Karosserien und Motorblöcke unverzichtbar.
Um Eisenerz abzubauen, werden in Brasilien riesige Urwaldflächen gerodet. Dadurch sinkt der Grundwasserspiegel. Der Regen spült den Abraum in die Flüsse und das gefährdet das komplette Ökosystem. Der Abbau von Eisenerz bringt Brasilien viel Geld ein. Und für die Automobilindustrie in Deutschland ist das schwarze Gold unverzichtbar. Raubbau an der Natur und Zerstörung der Lebensgrundlage, damit der Handel floriert. Das bleibt dem Autofahrer freilich verborgen. Susanne Fries zieht Bilanz. Die Unternehmen haben eine Mitverantwortung für das, was entlang ihrer Wertschöpfungskette passiert. Die Verantwortung der Unternehmen endet nicht am Werkstor. Es sagt ja keiner, dass wir keine Rohstoffe abbauen sollen. Ich glaube, das wäre ein großes Missverständnis. Wir müssen nur gucken, dass die Rohstoffe, die wir abbauen, so abgebaut werden, dass dabei die Umwelt möglichst wenig belastet wird, dass höchste Umweltstandards angelegt werden und dass die Menschenrechte geachtet werden. Die deutschen Autokonzerne verweisen in ihren Jahresberichten immer wieder gerne auf nachhaltiges Produzieren. Angesichts der Umweltzerstörung erscheint es aber wie ein Lippenbekenntnis. Der Verband der Automobilindustrie bezieht dazu Stellung. Ich glaube schon, dass das ein ernsthaftes Anliegen der Industrie ist, hier zu Ergebnissen zu kommen. Dass man den Hebel nicht von heute auf morgen überall in der Welt von 0 auf 100 umlegen kann, wird auch jeder verstehen. Kompliziert ist, aus Deutschland bis zum allerletzten Ende der Lieferkette durch eine Veränderung durchzusetzen, außer dass man einfach sagt, wir nehmen diesen Lieferanten nicht mehr in unsere Kette. Die permanente und gesicherte Versorgung mit Rohstoffen, sie ist die Basis für gute Geschäfte. Und die wollen die deutschen Autohersteller natürlich auch weiterhin machen. Na, also besser beim Thema Nachhaltigkeit zweimal hinschauen. Stimmungsschwankungen bei Teenagern, das muss wohl an der Pubertät liegen. Doch immer häufiger ist der Grund eine psychische Erkrankung. Allein die Zahl der Heranwachsenden mit starken Depressionen hat sich in den letzten 10 Jahren verdreifacht. Auf dem Kongress für Kinder- und Jugendpsychiatrie diese Woche in München schlagen Experten Alarm. Oft werden auch an den Schulen die Probleme zu spät erkannt. Leonie ist 22 Jahre alt. Sie ist psychisch krank, will nicht erkannt werden. Vor 6 Jahren brach ihre Welt zusammen. Auslöser war der Schlaganfall des Vaters. Die Familie geriet in existenzielle Not, auch finanziell. Leonie bekam Panikattacken. Die traten zum ersten Mal in der Schule auf. Im Ethikunterricht haben wir irgendeinen Film geguckt. Ich weiß gar nicht mehr, worüber der ging. Und dann war es plötzlich so, dass mir schwindelig war und warm und kalt und dass ich schlecht Luft gekriegt habe und dann erstmal raus bin. Man kann es vielleicht mit einem Herzinfarkt vergleichen, weil da hat man ja auch diese Angst, dass man stirbt eben. Und wenn man hyperventiliert zum Beispiel, ist das auch so, weil man atmet sich zwar blöd, aber man hat das Gefühl, es kommt nichts an. Also hat man eigentlich so ein bisschen das Gefühl zu ertrinken. Die Anfälle traten immer nur in der Schule auf. Leonie entwickelte eine panische Angst vor ihr. Sie traute sich nicht mehr ins Klassenzimmer zu gehen. Schließlich nahm sie überhaupt nicht mehr am Unterricht teil. Weil es einem halt so bedrohlich vorkommt, versucht man es halt zu vermeiden auf jede Weise, wie es geht, weil man hat schon vorher so ein Beklemmungsgefühl, man kriegt Herzrasen und man weiß dann, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Klasse reingehe, dann weiß ich, dass ich hyperventiliere, also gehe ich nicht in die Klasse rein. Psychische Krankheiten sind selbst bei kleinen Kindern keine Seltenheit. Doch Behandlungsplätze fehlen, die Kliniken sind voll. Der Chefarzt dieser Kinder- und Jugendpsychiatrie, Michael Huss, findet es beängstigend, worunter die Heranwachsenden leiden. Das erstreckt sich über ganz verschiedene Probleme. Das geht über Aggressionen, Aufmerksamkeitsprobleme, aber auch Traurigkeit, Depressionen, selbstverletzendes Verhalten, nicht mehr leben wollen, ganz, ganz vieles. Gut ein Fünftel aller Schüler ist von psychischen Erkrankungen betroffen. Die Zahlen steigen an. Über die Ursachen weiß man wenig. Da spielt mit Sicherheit der Leistungsdruck beispielsweise in der Schule eine Rolle, aber auch die mangelnden Möglichkeiten, sich sozial zu üben, zum Beispiel in der Familie, aber auch mit Gleichaltrigen. Da spielt mit Sicherheit ein mangelndes Bewegungsangebot eine Rolle, möglicherweise auch eine ungünstige Ernährung und ein exzessiver Medienkonsum ist mit Sicherheit auch ein Risikofaktor. Zu Hause machte Leonie Hausaufgaben, tat so, als sei alles okay. Die Eltern merkten nichts.
In der Schule konnte sie ihr Problem nicht verbergen. Sie war überhaupt nicht mehr in der Lage, ihr Klassenzimmer zu betreten. Ich bin in die Schule gegangen, so nach dem Motto, Mama, alles okay, weil die hatte genug Stress. Also stand ich praktisch morgens um 8 auf der Matte, war dann im Krankenzimmer. Das heißt, die Lehrer haben mich auch zur Kenntnis genommen, da das Krankenzimmer neben dem Lehrerzimmer war. Und da war ich dann, bis ich dann wieder nach Hause bin. Die Schule wusste auch, was es ist. Die Schule wusste, dass ich es meiner Mutter nicht sage. Die haben das dann zur Kenntnis genommen, okay, und das war's. Dass Lehrer so versagen, die psychische Krankheit gar nicht erkennen, kommt häufiger vor. Und wenn sie erkannt wird, fehlt oft ein Therapieplatz. In die Marburger Anna-Freud-Schule gehen Kinder, die in der Kinder- und Jugendpsychiatrie behandelt werden. Schulangst ist hier an der Tagesordnung. Stefan Wendel weiß, wie schwierig es ist, solche Kinder wieder für die Schule zu öffnen. Das geht bis zum Dreivierteljahr, wo die nicht in der Schule gewesen sind. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ich denke, von all den Kindern und Jugendlichen, die hier bei uns sind, kann man davon ausgehen, dass circa 2/3 bis vielleicht sogar bis zu 90%, das ist eine Schätzung auch von klinischer Seite hier, schulische Probleme haben, neben den therapeutisch anzugehenden psychiatrischen Problemen. Eine bessere Schulung der Lehrer, aber auch eine bessere Versorgung kranker Schüler ist nötig. Das allein reicht aber nicht, meint Michael Loos. Es kann nicht sein, dass wir eine Klinik nach der anderen eröffnen, dass wir wirklich sehr, sehr viel natürlich auch in das Verständnis und die verbesserte Therapie dieser Erkrankung stecken. Wir müssen gleichzeitig auch Energie aufwenden, zu erkennen, woran liegt das eigentlich, was können wir tun, dass Kinder gar nicht erst erkranken. Also die sogenannte Prävention, da ist aber noch sehr, sehr viel zu tun. Leonie hat die Schule verlassen müssen. Nun hängt sie in der Luft, wartet. Auf eine Ausbildung und auch auf eine Therapie. Sie hat bisher keine Behandlung für sich gefunden. Ja, da muss also dringend etwas passieren. Doch was, das möchte ich mit dem Jugendpsychiater Professor Gerd Schulte-Körne besprechen, der zurzeit den Kongress der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie leitet und uns nun aus München zugeschaltet ist. Guten Abend, Herr Schulte-Körne. Guten Abend. Ist Angst vor der Schule oder gar Schulverweigerung, wie wir es gerade eben gesehen haben, ein erstes Symptom für eine mögliche psychische Erkrankung? Durchaus. Wir haben relativ viele Kinder, die Angst vor der Schule haben. Und wie im Beitrag gezeigt, verbirgt sich dahinter eine manifeste psychische Störung. In diesem Fall diese Stresssyndrom, was die junge Frau hatte. Und wir wissen aber auch, dass ganz viele andere Probleme zum Schulverweigerung führen. Das kann eine Mobbing-Situation in der Schule sein, das kann auch eine Leistungsüberforderung sein. Auf jeden Fall sollte man nicht zuwarten, sondern sollte den Jugendlichen schnell Hilfe anbieten. In dem Fall von Leonie ist lange eigentlich bis heute nichts passiert. Wie hätte denn das Umfeld reagieren müssen? Auf jeden Fall wäre erstmal eine Diagnostik wichtig gewesen, um herauszubekommen, was es ist, und vor allen Dingen nicht das Unterstützen, indem man die Kinder krank schreibt oder denen sagt, es ist gut, dich zu schonen, bleib zu Hause oder ins Krankenzimmer zu gehen, sondern direkt die Jugendlichen anzusprechen, um zu verstehen, was ist eigentlich los mit ihnen. Die Zahl von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen hat rapide zugenommen. Was sind denn da die Gründe? Was glauben Sie? Wir haben verschiedene Gründe. Es gibt einerseits gesellschaftliche Gründe. Wir haben viel mehr Kinder aus Familien mit Trennung und Scheidung, viele Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder aus Familien, die psychisch belastet sind, sind auch eine Risikogruppe. Und was wir neuerdings immer mehr beobachten, sind Mobbingsphänomene in der Schule oder Cybermobbing zwischen den Jugendlichen, die mit einem erheblichen Risiko einhergehen, psychisch zu erkranken. Was muss denn da passieren? Was kann eine Gesellschaft, was kann eine Familie tun, um dem vorzubeugen? Na, die Gesellschaft zumindest muss erstmal wahrnehmen, dass wir diese vielen Kinder haben mit psychischen Problemen und nicht weggucken. Die Schulen müssen viel offener werden dafür, dass Mobbing in der Schule stattfindet. 80% des Mobbings findet ja in der Schule statt. Wir müssen versuchen, die Familien zu entlasten, gerade auch die Familien, die ein besonderes Risiko haben. Die Kinder, die einen Migrationshintergrund haben oder auch die unbegleiteten Flüchtlinge, müssen wir viel mehr in den Fokus haben und Hilfen anbieten. Ist es heutzutage immer noch so, dass diese Probleme, diese psychischen Probleme nicht wirklich wahrgenommen, nicht wirklich ernst genommen werden? Es ist tatsächlich so, dass immer noch ein Stigma ist, wenn ein Jugendlicher psychisch krank ist. Viele Jugendliche und auch Eltern von Kindern wollen nicht in die Psychiatrie gehen, weil sie Angst davor haben. Das heißt, wir müssen den Blick unbedingt verändern und sagen, psychische Belastungen sind im Alltag, sie sind viel zu hoch. Und wenn wir als Gesellschaft nicht offener sind, können wir diese Gruppe nicht integrieren. Und das ist eine Last auch für die Zukunft dieser Menschen.
Also erste Anzeichen ernst nehmen und ein intaktes Umfeld in Familie und Schule schaffen, ist schon mal ein erster wichtiger Schritt. Herr Schulte-Körne, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, trotz des Kongresses. Vielen Dank. Ja, wie, wann und wo wurden wir zu dem Menschen, der wir heute sind? Eine Frage, die noch immer Rätsel aufgibt. Nun wurde bei der Lösung ein weiteres Puzzleteilchen gefunden. Und zwar dieser Kiefer hier, entdeckt von Forschern in Äthiopien, der beweist, die Gattung Homo ist 400.000 Jahre älter als bisher angenommen. Auf eine Reise durch die Entwicklungsgeschichte des menschlichen Körpers lädt sie heute wieder der US-Wissenschaftler Neil Shubin ein. Heute geht's um den Affen in uns. In den Knochen unserer Vorfahren und tief in unserer eigenen DNA liegt die Geschichte unseres Körpers verborgen. Etwa wie sich der aufrechte Gang entwickelt hat, mit all den daraus resultierenden Tücken. Oder die Evolution der Greifhand und die Fähigkeit, Farben zu sehen. All dies lässt sich laut dem Paläontologen Neil Shubin in unserem Stammbaum bis zu den frühesten Primaten zurückverfolgen. Wenn wir verstehen wollen, warum wir heute so aussehen, ist es Zeit für den Affen in uns. Das hier ist ein Totenkopfaffe. Diese Neuweltaffenart kommt in Mittel- und Südamerika vor und ist quasi ein sehr entfernter Cousin von uns. Wir sind alle Primaten, Affen und Menschen. Wir stammen vom gleichen Zweig im Baum des Lebens. Primaten sind anders als alle anderen Säugetiere, weil sie Merkmale aufweisen, die die anderen nicht besitzen. Unsere Schädelform zum Beispiel, unsere Augen, schauen nach vorn und wir haben eine Greifhand. Kein Zweifel, da ist eine Verbindung. Diese Verbindung geht zurück auf einen gemeinsamen Vorfahren. Anhaltspunkte darüber, wie dieser Vorfahre vielleicht aussah, gibt uns das Skelett von Notarctus, einer der ältesten bekannten Primaten. Das ist ein 50 Millionen Jahre altes Skelett eines Primaten. Es zeigt uns, wie diese frühen Primaten gelebt haben und wie sie in ihrer Lebenswelt zurechtkamen. Wow. Wie die meisten neuzeitlichen Affen war Notarctus ein Kletterer, angepasst an das Leben auf Bäumen. Die Entwicklung von Tieren wie diesem hatte einen enormen Einfluss auf ein Merkmal, das uns Menschen besonders kennzeichnet: unsere Hand. Es ist wirklich ein Glück, dass alle Knochen dieser Hand erhalten sind. Ein Puzzle und man muss sehen, ob es passt. Wenn man die Knochen aller Gelenkverbindungen zusammensetzt, fällt auf, dass der Daumen nach außen absteht und einen Winkel mit dem Zeigefinger bildet. Es entsteht eine Gegenhand. Notarctus hatte ungewöhnlich lange Finger und Nägel statt Klauen. Es ist eine der ersten Hände in den Fossilienfunden, die wie unsere aussieht. Die Hand eines Primaten. Das war ein Wendepunkt in unserer Evolution. Eine anatomische Veränderung, die es den frühen Primaten ermöglichte, neue Lebensräume wie die Bäume zu erobern. Von hier oben aus sieht man, dass die Baumkrone nicht ein Lebensraum ist. Es sind viele kleine Räume, Nischen. Und ganz am Ende liegt der Teil der Äste mit Blüten, Früchten und Insekten. Dort wartet die Belohnung. Bis an die Astspitzen, an die Blüten und Früchte ranzukommen, wäre ein klarer evolutionärer Vorteil von frühen Primaten gegenüber anderen Säugetierarten gewesen. Denn Tiere mit kurzen Fingern und Klauen konnten sehr gut auf den dicken Ästen krabbeln, aber nicht bis zum Ende gelangen. Solche Hände konnten nämlich nicht greifen. Aber mit längeren Fingern und dem abgespreizten Daumen kann man fest um den kleinsten Ast herumgreifen. Paläontologen nehmen an, dass dies der Grund ist, weshalb die Hände der frühen Primaten sich veränderten. Angepasst daran, sich in den Bäumen bis zur Astspitze zu bewegen. Das Leben auf Bäumen hat noch eine andere sehr bedeutsame Veränderung bewirkt im Körper unserer Vorfahren. Tief im Innern ihrer Augen, als sie begannen, die Welt in bunten Farben zu sehen. Millionen Jahre lang konnten unsere Vorfahren nicht zwischen verschiedenen Rot- und Grüntönen unterscheiden.
Dann, vor etwa 23 Millionen Jahren, entwickelte eine Gruppe von Primaten die Fähigkeit, sehr viel mehr Farben zu sehen. Sie konnten nun zwischen reifen roten Früchten und unreifen grünen unterscheiden. Das war ein deutlicher Vorteil im Kampf ums Überleben. Aber wie hat sich dieser feine Farbsinn entwickelt? Antworten darauf findet Neil Shubin in Seattle bei Jay Knights, der die Evolution von farbigem Sehen erforscht. Das ist Kramer. Kramer ist rot-grün blind, aber er kann sehr gut gelb und blau sehen. Wir trainieren ihn, indem wir die Farben benutzen, die er sieht. Zum Beispiel den gelben Klecks auf grauem Grund. Kramer sieht das genau wie wir. Wenn er es richtig macht, gibt es eine kleine Belohnung und einen Klicklaut. Bei dem gleichen Test mit Rot und Grün versagt Kramer allerdings. Wer farbenblind ist, erkennt hier gar nichts. Wer kein Rot oder Grün sehen kann, sieht dann nur einen grauen Hintergrund. Aber warum sieht Kramer, wie übrigens alle Totenkopfaffen, seine Umgebung nicht so, wie wir sie sehen? Kramers Augen brauchen wie alle Augen ein bestimmtes Protein, um Farben zu identifizieren. Dieses Protein heißt Opsin. Es wird in Tausenden von Zellen in der Netzhaut bereitgestellt. Kramer hat zwei Arten von Opsin, mit denen er unterschiedliche Lichtwellenlängen wahrnimmt. Damit sein Gehirn genauso viele Farben erkennt, wie wir es können, bräuchte Kramer ein drittes Opsin für weitere Lichtwellenlängen. Paläontologen nehmen an, dass die frühesten Primatenformen auch nur zwei Opsine hatten, wie Kramer. Wie kam es also bei einigen Primaten, wie uns Menschen, zum dritten Opsin? Die Antwort finden wir in unserer DNA. Jedes Opsin wird von einem Gen kodiert. Wissenschaftler entdeckten, dass das neuere Opsin neben einem der beiden alten sitzt und diesem verblüffend ähnlich ist. Das alte Gen muss irgendwann kopiert und mehrfach mutiert worden sein. Durch diese zufällige Genmutation wurde es einigen Primatenarten möglich, auch andere Lichtwellenlängen wahrzunehmen. Eine kleine Genmutation, die wir von unseren Vorfahren geerbt haben und die es uns, im Gegensatz zu den Totenkopfaffen, erlaubt, diesen Regenwald in all seinen prächtigen Farben zu erleben. Ja, und Teil 3 der fantastischen Dokumentation Der Affe in uns sehen Sie heute Abend um 20.15 Uhr bei Dreisat. Und wir sehen uns morgen als Mensch wieder hier bei Nano. Bis dahin.